Ein reweisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu zum Tiefsimulator. Ich wollte gerade schon House Flipper sagen. Ich bin aus dem Schlafzimmer geflohen und habe die komplette Routine der Anwohner erfasst. Nummer 1 ist schon mal nicht mehr zu Hause, Nummer 2 ist noch da, aber ich komme nicht mehr so in das Gebäude rein wie vorhin, weil die Kamera wieder funktioniert. Das heißt, ich warte jetzt nur noch, bis der Herr des Hauses auch geht und guck mal, ob ich dann irgendwie durch ein Fenster reinkomme oder so. Theoretisch müsste es ja gehen, vorhin war ja auch kein Alarm. Wobei, vorhin habe ich den Strom abgestellt. Ist jetzt auch nicht mehr zu Hause, okay. Ich versuch's durch die Tür. Erstmal. Und hoffe, dass kein Alarm angeht. Sieht gut aus. Allgemein, die nehme ich mit. Allgemein sieht das Haus hier ziemlich schön aus. Jetzt muss ich nur gucken. Wie ich das jetzt mache, weil mein Dings ist ja schon voll. Oh, das nervt mich, dass das Ding sich andauernd zurücksetzt. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bevor die wieder nach Hause kommen. Da liegt noch Geld. Das Problem ist halt, dass ich schon Sachen habe, hier voll bin. Aus Bargeld können wir halt alles noch mitnehmen. Sind zwar immer nur 50 Dollar, aber es sind 50 Dollar. Nee, kriege ich nicht mehr rein. Okay. Das Haus ist riesig, ey. Badezimmer glaube ich nicht, dass da irgendjemand Geld versteckt. Oh, hier hat es nochmal ein Safe. Die Sachen hier aufmachen. Was habe ich dabei, was ich vielleicht nicht brauche? Den da. Passt nicht. Scheiße. Vielleicht die E-Gitarre hier lassen? Ich weiß es nicht.
komm, ich schmeiß das Ding mal weg und nehme dafür das damit. Sieht ein bisschen besser aus. Bloß nicht gegen das Auto kommen. Oh, hier liegt nochmal Geld. Ich wollte gerade schon sagen, die haben die Tür offen gelassen, aber es war ja ich. Oh, da liegt noch Geld. Ja. Kann ich jetzt nochmal so eins mitnehmen? Ja, gut, immerhin den Wein. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Das ist die Kamera. Bin ich auch noch im Haus oder auf dem Grundstück drauf? Ups. Hier vorne, wenn ich jetzt hier rauskletter und hier rüber springe, hier runterlauf, so, bin ich draußen. Ja. Gut, war ja einfach. Bis auf das, dass es verbuggt ist. Also ich krieg dieses Ding oben nicht weg. Und jetzt bin ich gespannt, weil die Vase, glaube ich, die war auf diesem Ding. This tablet you got there is special. Wipe it and send it to me as proof. Welcome back. Ja gut, ich warte mal. Ich gehe jetzt erstmal kurz zurück. Guck mal, was ich so alles machen kann. Vielleicht kann ich das Smartphone auch entsperren und dann ist es mehr wert oder so. Wer weiß. Level 14, welche Stufe habe ich? Level 13, toll. So, und wie sieht es jetzt hier aus? $16. Wow. Wow. Ich dachte jetzt wunder was die Sachen wert sind. Dann gehen wir nochmal dahin. Und dann muss ich nochmal in das Haus rein, weil ich muss ja da irgendwie noch Sachen rausholen. So, die Gitarre. Tablet muss ich behalten. Würde er es kaufen? Ne, würde er nämlich gar nicht kaufen. Ah, alles klar. Dann tun wir das aber so lange hier rein. Sieht's denn hier gerade aus? Ist da jemand zu Hause? Ich weiß es nicht. Und da? Ist auch unbekannt. Ah, Mann. Muss ich jetzt nochmal da rein oder was? Die sind noch nicht zu Hause, oder? Noch nicht zu Hause, nein, aber fast, also gleich, wenn ich schnell bin. Ich bin nicht schnell genug, definitiv nicht.
Bis ich jetzt da vorne bin, kommt die gerade nach Hause. Ne, ne. Lass das mal, Mann. Scheiße. Wo hab ich denn jetzt mein Auto geparkt? Ach da. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche ja nicht mehr viel. Bei denen. Na gut, dann gucke ich, dass ich bei der 107 nochmal einsteige und da noch ein bisschen was raushole. Aber wann gehen die nochmal? Um 7 oder um 8 oder wann war das? Ich schlafe mal bis um 7. So, na. Ja, die eine Person ist nämlich schon weg. Und die andere geht um 8. Und dann hoffe ich jetzt einfach, dass wir da genug rausholen, um das Level vollends abzuschließen. Komm schon. Geh arbeiten, Junge. Geh arbeiten. Halleluja. Also das ist so mein Lieblingsdingenskirchen. Wie heißt es denn? Mein Lieblingsaufbrechgerät. So schön einfach. Haben wir noch irgendwas Wertvolles? Sachen habe ich halt alles schon mal rausgeholt, deshalb kriege ich dafür wenig hier Erfahrungspunkte. Kann schon mal gar nicht sein, weil ich wurde eigentlich gar nicht hier entdeckt. Die Sachen sind halt so riesig, um die jetzt hier einfach rauszutragen. Hier vielleicht noch mal ein Router. Nee. Achso, da hatte ich schon offen. Nichts unversucht lassen.
Ja, komm, dann gehen wir. Hauen wir ab. Und hoffen, dass es reicht. An Erfahrung. Das muss den Leuten aber auch irgendwo auffallen, oder? Es kommt jeden Tag so ein Typ. Und kurz drauf sind die Buden leer. Okay. Ja, ich glaube irgendwie, dass das ja schon ziemlich verbuggt ist. Kann ich das auch noch? Nee, kann ich nicht mehr. Schade. It's time to check your hacking skills. Make sure you buy the right tools. Ja, ja, gut, eigentlich könnte ich dann ja nach Hause kurz. Weil dann kann ich die Sachen dann entsperren und kannst du dann vielleicht noch teurer verkaufen. Also statt $1,200 für. Oder ich kann es mir halt nicht kaufen. Scheiße. Was habe ich denn noch so mit? Habe ich noch was Elektronikmäßiges? Nee. Wie viel Geld habe ich? 4000. Jetzt fehlt mir wieder Geld. Welcome back. Das reicht halt trotzdem nicht. $4,400. Oh. Nerv. Was brauche ich? 5000 oder 5500? Ja, 5500, das ist gut. Ja gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, war es das mit dieser Folge. In der nächsten Folge müssen wir dann wieder irgendwo einsteigen und noch mehr rausholen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch einen Kommentar. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.